Ich schütze mich selbst. Mir reicht eine Maske. Die Maske kann ich jederzeit anziehen. Nach dem Einkaufen einfach in die Tasche und beim nächsten Einkauf wieder raus. Ich setze die Maske auf, wie es mir in den Sinn kommt. Das sind die häufigsten Fehlannahmen beim Tragen von Gesichtsmasken. Seit nun fast einer Woche gibt es in einigen Bundesländern die Maskenpflicht. Wie man die Gesichtsmasken richtig trägt und wie man sie pflegen muss, ist nicht jedem klar. Wir haben Anna Vogel interviewt, sie ist Krankenschwester. Sie erklärt uns die korrekte Anwendung und persönlichen Hygienemaßnahmen, die berücksichtigt werden müssen, um das Risiko einer Infektion zu senken. Vorhergesagt, dass ihr trotzdem den Mindestabstand einhalten müsst. Auch wenn ihr so eine Maske tragt, vor Ansteckung schützt ihr euch nicht, aber ihr könnt andere schützen. Was wichtig ist davor, dass ihr euch einfach die Hände wascht. Wir haben jetzt eine Maske, eine selbstgenähte, so eine Community-Maske, wie man die nennt. Da haben wir jetzt auch so einen Draht eingenäht, der ist eigentlich auch ziemlich praktisch, weil ihr dadurch einfach die Maske super gut an eure Nase anlegen könnt und die einfach super gut dicht hält. Das erste Mal anziehen könnt ihr die schon noch außen berühren. Ihr solltet aber darauf achten, wenn ihr die jetzt anhabt schon ein bisschen und ihr geht jetzt zum Einkaufen oder so, dass ihr einfach nicht mehr mit den Händen an die Außenseite von der Maske kommt, weil die ist potenziell kontaminiert. Das bedeutet, ihr geht an Leuten vorbei und ihr habt da potenziell auch Keime drauf oder Viren eben. Ich zeige euch das jetzt einfach einmal, wie man die einfach ganz normal aufsetzt. Einfach hinter die Ohren und dann macht ihr mit den Fingern einfach den Draht. Und wenn ihr die jetzt anhabt, dann ist es einfach wichtig, dass ihr die an den Gummis greift und so wieder auszieht, damit ihr nicht an die Außenseite kommt. Wenn ihr sie jetzt schon vorher auszieht, bevor ihr nach Hause kommt, dann tut sie bitte einfach in irgendwie eine Tüte, macht die Tüte zu und fasst sie erst danach wieder an und kocht sie dann direkt aus. Wenn ihr die jetzt dann in eure Tasche steckt, dann habt ihr diese ganzen Keime in eurer Tasche und da kommt dann euer Handy rein oder sonst irgendwas und so verbreitet ihr einfach die Keime wieder. FFP3 und FFP2 Masken sollten auf jeden Fall Risikogruppen und medizinischem Personal überlassen werden. Wenn ihr jetzt so eine schon zu Hause habt, also eine FFP2 oder FFP3 Maske, solltet ihr auf jeden Fall beachten, dass man die eben nicht waschen kann oder mit den Methoden, die jetzt dann gleich noch, die wir euch gleich noch vorstellen werden, gesäubert werden können, weil der Filter, die da drin enthalten sind, dadurch kaputt gehen würde. Das Waschen in der Waschmaschine. Coronaviren sterben ab einer Temperatur von 70 bis 80 Grad Celsius. Laut Christian Drosten, deutscher Virologe, reichen in der Waschmaschine durch die Benutzung von Wasser und einem Vollwaschmittel 60 Grad. Die hohe Temperatur und fettlösenden Substanzen im Waschmittel greifen die Oberfläche der Viren an und machen sie unschädlich. Achtung! Kein Eco-Programm verwenden, denn hier werden hohe Temperaturen oft nicht erreicht. Wenn man keine Zeit hat, die Maske aber trotzdem hygienisch halten möchte, kann man sie auch zwischenzeitlich mit dem Bügeleisen auf höchster Stufe von beiden Seiten bügeln. Backen im Ofen. Hier können die Masken bei 80 Grad wirksam von Viren befreit werden. Das Material darf dadurch nicht beschädigt werden. Die Masken werden für mindestens 40 Minuten im Backofen getrocknet und die Viren somit abgetötet. Bitte lassen Sie die Maske niemals unbeaufsichtigt im Ofen, da diese Feuer fangen und in Flammen aufgehen kann, mitsamt Ihrer Küche. Sollten Sie überlegen, die Maske in Ihrer Mikrowelle zu säubern, achten Sie bitte darauf, dass kein Metallstück enthalten ist, da Sie auch hier zum Feuerlöscher greifen müssten. Damit Sie immer auf eine Maske zurückgreifen können, auch wenn Sie gerade welche waschen, ist es sinnvoll, mehrere zu besitzen. Diese kann man auch ganz einfach zu Hause selber machen.